Yo Leute, was geht ab hier? Euer Moritz hier. Wir spielen heute FIFA 13, unsere Dortmund-Karriere weiter und unser nächster Gegner ist Hannover 96. Also das Spiel muss ich jetzt gewinnen einfach. Das ist eigentlich irgendwie sicher schon. Wenn sie jetzt dann nicht so aufdrehen, weil gegen schlechtere Mannschaften habe ich irgendwie immer mehr Angst, dass ich verliere, weil ich da mehr Tore kassiere als gegen die starken Mannschaften, finde ich. Aber die fallen ja auch richtig schon gut auf, die Hannover-Leute hier. Machen wir dann Flanke hier rüber. Schade, Flanke hat nichts gebracht. Eigentlich ist der Romain jetzt nicht dabei, weil der hätte euch wieder nur genervt. Ja, gut, wir sind durchgekommen. Na, komm. Leider. Okay, so. Hannover greift schon wieder an. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Oh nein, er kommt doch. Du. So, Lewandowski, Ding! Und das Ding ist drinne. Robert Lewandowski, 11. Minute. Wie viel das Tor? Das erste. Ich hab mich nur gewaschen. Ja. Jetzt hält es noch die Klappe. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Es sei die Frage erlaubt. Oh, scheiße, sie haben nicht den Schuss rausgekriegt. Das ist dann das zweite Video, was ich heute aufnehme mit FIFA. Dann kommt heute Minecraft, Landwirtschaftssimulator. Und ich weiß nicht, was ich heute noch aufnehmen soll. Später vielleicht mal mit 3 noch. Oder ja, mit 3 denke ich nicht mal auf hier. Muss ich halt alles mal gucken, wie ich das mache hier. Heute dann. Lewandowski wieder am Ball. Hopp, Levi. Ausgetrickst den Spieler. Und No, nein, das gibt's nicht. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Oh, okay, Ball haben wir noch. Dieser Bittencourt, wer ist denn das? Den kenn ich nicht, ey. Oh, schießt daneben, Junge. Was geben wir da ab? Das ist bestimmt so ein 2-Sterne-Skiller oder so. Auf jeden Fall ganz schwache Leistung von dem Kerl da, dass er den Ball so verzogen hat und nicht getroffen hat. So. Oh ne, Bittencourt wieder. Scheiße. Warum verliert du deinen Ball, Junge? Was geben wir dir ab, ey? Ich hab doch gesagt, wie viel Räuf dabei habe, Alter. Hannover 96. Auf jeden Fall ist es richtig kacke hier mit dem Spieler zu spielen. War ich aber eben ehemaliger Fan. Ja, du. Robert Inke. Wir müssen jetzt ein Tor schießen. Habt ihr abgezogen? Oh nee, jetzt werde ich noch geblockt. Oh Mann, scheiße. Auf jeden Fall. Boah, schade. Das wäre das zweite gewesen. Ja, kann ja noch kommen, aber das war eine gute Chance. Roman, das sind das hier auch keine. Das ist ja auch so gut zu reden. Ja, und deswegen, wir nehmen gerade ein Video auf, Alter. Das ist immer einmal am Ruhe halt kannst, Junge. Das gibt's nicht, ey. Alter, jetzt gibt's echt einen Elfmeter. Ist der dumm oder so? Ich weiß nicht, wie ich den Hals soll jetzt. Na toll. Alter, ich hasse eventuell in jedem Gameplay einen Elfmeter gibt. Dann flippe ich irgendwann aus, glaube ich. Vor allem,
Ich weiß gar nicht, was ich genau gemacht habe. Die schubsen mich ja immer sau hart hier rum, ey. Hardcore. Okay, der war richtig schlecht abgezogen. Aber trotzdem ist es sau kacke von denen. Ich werde mal voll rumschubst da. Hopp, hopp. Oh, ich bin durchgekommen. Nice. Ich glaube, ich wäre wieder Fan von Hannover 96. Brauchst du nicht. Stimmt, ich kann ja gar keine Namen von denen. Okay, sieht Fußball überhaupt nicht aus. Früher habe ich gesagt. Ah, Leute, und ich wollte noch was sagen. Ich will nochmal die WM mit euch nachspielen, weil ich wollte eigentlich. Habe ich in irgendeinem Video, keine Ahnung, das war vielleicht 20 Videos vorher, keine Ahnung. Habe ich eben gesagt, dass ich da WM spiele. Ich habe, glaube ich, eins hochgeladen. Oder ja, habe, glaube ich, eins hochgeladen gehabt. Und dann spiele ich wahrscheinlich mit euch mal die WM nach. Kommt schon gar. Ja, klar. Also, ja, die WM nachspielen könnte ich eigentlich schon. Mit euch nochmal, das dauert nicht so lang. Sind vielleicht 10 Videos oder so. Und an einem, naja, an einem Tag schaffe ich es nicht alles aufzunehmen, weil so viel FIFA zeige ich nicht an. Aber ja, in 2 Tagen oder so kann ich das schon aufnehmen und dann würde es auch wunderbar alles klappen. Oh, ich hab Durst. Das ist gleich ja, und muss ich beide spielen. Jo, okay, 1-1. Irgendwie sau schlecht von mir jetzt, aber es war irgendwie erwartet, dass ich gegen die schlechteren Mannschaften schlecht spiele. Bayern ist auch gegen Hoffenheim liegt 2-1 hinten Bayern, also von daher ist alles kein Problem. Auch wenn Bayern Tabellenfünfter ist und ich Tabellenerster noch. Und Schalke ist Tabellenzweiter, glaubt man kaum, aber ist so. Ich bin noch raus, wie ich reinkomme. Ja, jetzt sagt die so mir, ja. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Also dieser Bittencall, ey, der ist zwar im Schießen sau schlecht, aber sprinten kann der wie ein Teufel. Ich schieße einfach mal, okay. Auf den Torwart, okay, ist in Ordnung. Wir haben eine geile Ecke wieder. Na, guck mal, was die uns bringen. Kopfball da. Na, okay, nicht. Großkreuz. Mike Schossen? Nein, auch nicht. Na, ich hätte eigentlich den Ball rauslassen müssen, weil jetzt hatten der Hannover Spieler. Ist auch gut, wenn es nicht funktioniert. Also für Hannover, nicht für mich. Wir haben den Ball wieder zu Götze gespielt. Götze kann den Ball irgendwie nicht halten. Lewandowski kriegt den Ball auch nicht, Alter. Wenn ich das Spiel unentschieden spiele oder verliere, ey, dann bin ich so depressiv, weil es ist einfach peinlich auch noch. Und es auch noch auf YouTube zu stellen, dass ich auf Halbprofi gegen Hannover verlieren könnte. Oh nee, hopp. Stellen sich in den Weg, die blöden Penner. Aber ich zieh's einfach mal ab. Oh geil, 2-1. Mario Götze. Endlich bin ich erlöst. Und das Ding ist endlich noch da drinnen im Kasten. Schön gemacht. Hätte der Torwart eigentlich nicht halten können. Und jetzt arbeiten wir uns auf das dritte Tor vor. Und die Blabberdops kommt auch wieder. Hast du mal gesagt? Hä? Ja, hallo, wenn sie dann kommt. Ja, sagst du. Hä? Ja, ich nehme dann noch mehrere Videos jetzt auf, dann. Ich nehme nicht nur eins auf. Ja, FIFA nehme ich, weiß nicht, ob ich noch eins aufnehme. Ich hab keinen Bock, jetzt irgendwas noch hoch FIFA aufzunehmen. War wir eigentlich wieder eine halbe Stunde FIFA aufgenommen.
für Luka Kröslin. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel. Ja, und der Luka Kröslin ist ja über ein YouTuber. Und er wohl 13 Saisontore, weiß Götze. Ja, den Goat-Simulator da. Den könnte ich nochmal kaufen, für so 10 Euro. Na, ja. Was ist der? Der Goat-Simulator ist der Team-Simulator, aber. Ach, da, wo man die Sachen zerstören kann, der bringt es gar nicht. Ja, da kann ich halt dann kommentieren, dann nehme ich halt lieber so auf bei der Xbox. Und dann, Xbox ist halt irgendwie bessere Spiele, finde ich jetzt, ja. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alle Fälle auf den Landwirtschaftssimulator 15. Wird richtig nice bestimmt hier. Dann Gamescom Video kommt auch bald. Was ist denn los, Alter? Ja, das muss Ecke geben für den FAB. Die gibt's auch. Was? Für Gamescom. Ja, und es gibt so viele YouTuber, die über Gamescom labern. Oh, fuck, ey. Nein, hopp. Ball rein. Oh, schade. Es war gerade richtig knapp hier, den Ball ins Tor zu kriegen. Das hat er klasse gemacht. Blaschukowski belebt den Ball. Und man zu viele grüne Spieler. Das bedeutet Gefahr, dass wir auch kein Tor schießen. Aber ich kann ja immer mit Großkreuz draufballern. Wenn der den Ball behalten würde. Aber ja, eben, hey, ich krieg mal einen Freistoß jetzt endlich mal hier. Ne? Jan Schlauserer wird eingewechselt gegen Justiz. Oder wie heißt der Kerl? Wir hauen den Ball vielleicht. Nein, okay. Kriegen wir doch nicht rein. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Freistoßtor gemacht und ich hoffe, ihr seid das erste Mal dabei, wenn ich ein Freistoßtor schieße. Weil ich schieße es irgendwie nie. Entweder hell ist der Torwart, entweder haue ich den Ball drüber oder keine Ahnung. Ich habe da irgendwie noch nie was getroffen. So, Großkreuz. Der Helmut Ackerson pflügt auf dem ganzen Feld. Was? Nix. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht. Oh Mann, wir haben 83. Minute, scheiße, ey. Oh Mann, ich muss das Unentschieden verhindern. Scheiße, scheiße. Wow, 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 Junge. Ja. Ich finde mir jetzt irgendwie gruselig hier. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. So, Bobby Lewandowski. Mach das 3-1. Ja! 3-1! Robert Lewandowski! Wunderschön. Hat er alle drei? Nee, oder? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber. Geht es in Rede? Nö. Dass der Ball. Dass der Ball eingegangen ist, hätte ich nicht gedacht. Jetzt. Könnte dann auch ans Klopfen. Also, es kann nicht sein, dass der die Tore schießt. Oh nein, 87 Minuten, ey. Also, jetzt können wir das Spiel eigentlich gar nicht mehr verlieren. Hey, jetzt habe ich schon zwei Spiele 3-1 ineinander gewonnen. Gerade eben gegen Borussia Mönchengladbach, jetzt noch gegen Hannover. Also eigentlich müsste man ja gegen Hannover mehr spielen, weil Hannover, oh Gott. Warte, jetzt schieße ich vielleicht 4-1, ich weiß nicht. 4-1, ja! Dieser Bittencourt, keine Ahnung, ich kenne den noch mit dem Spieler auf jeden Fall. 4-1, wunderbar. Jetzt verliere ich, jetzt gewinne ich doch nicht nur 3-1, sondern 4-1 sogar. Wunderbar. Ja. Habe jetzt nochmal ein Tor, sehr mal geil mit Götze. Und das ist zu. Nein, der lässt mich jetzt noch wahrscheinlich ein Tor, also angreifen. Weil ich mich hier so durchdribbeln kann. Ja! Ja! 5-1, geil, das war Alter! Fehler. Jetzt gehen die Tore hier richtig ab. Aber jetzt die Zeit schon lang. Ja, das ist ja noch Nachspielzeit, Roman. Nein, dann auch. Ich habe gedacht, der geht vorbei, der Ball war 5-1. Wunderbar, ey. Wunderbar. Und das macht er richtig gut. Das gefällt mir. Oh, 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 okay, scheiße, 5-2. Es hält echt den Zeitpunkt, ey. Oh Mann, ey, aber der hat schön gemacht, das Tor. Guck mal, dein schöner Bam einfach mal reingelegt. Jo. Ja, das Spiel wird gleich abgepfiffen vom Schiedsrichter. Dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt denke, man den Ball verliert oder so. Oder irgendjemand den Ball wegschießt, ist pfeift der Schiedsrichter wieder ab. Aber auf jeden Fall war eine gute. Ja. Spiel ist zu Ende, war eine gute Partie. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten FIFA-Video oder Landwirtschaftssimulator oder Minecraft, keine Ahnung. Und dann ciao.